So, und jetzt können wir nämlich auch hier hoch. Alles prima. So. Jetzt fliegen wir weg hier, oder was? Himmel, hilf. Muss ich hier runter? Wo muss ich denn hin? Ach, hier hoch. Alles klar. Da soll ich rüberspringen. Mit dem Wind. Na, das wird ja lustig. Und das machen die Pilger auch. Ohne Jedi-Kräfte. Na, das will ich sehen. Warte mal. Haben wir da drüben eigentlich alles mitgenommen? Wir waren da oben gar nicht. Ja, ich muss noch mal runter. Scheiße. Tut mir leid. Was? Okay. Tut mir leid. Ich muss noch mal kurz runter. Nicht böse sein. Aber wir waren da oben ja noch gar nicht. Und ich würde schon gern... Oder kommen wir da gar nicht hoch? Wir kommen da gar nicht hoch, ne? Ne, wir kommen da gar nicht hoch. Das wird vielleicht der Rückweg sein. Ja. Wir kommen da gar nicht so hoch. Verzeiht mir bitte. Aber ich gehe lieber nochmal gucken, als irgendwas zu verpassen oder sowas. Oder nicht gesehen zu haben. Ich bin bestimmt eh schon an Millionen Sachen vorbeigelaufen. Aber das ist ganz normal. Glaube ich. So, gut, dann nochmal das Ganze. Einmal nach oben. Okay. Na los, komm. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung jetzt überhaupt. Das wird bestimmt super ätzend. Keine Chance. Es ist zu windig. Okay. Also nicht springen. Na dann da lang, ne? Oh je. Zu windig in der Schlucht, um zu springen. Und jetzt? Ah. Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Cool. Und jetzt kann ich springen, oder was? Na dann, wenn das so bleibt. Ich hoffe, es bleibt so. Nicht, dass es jetzt wieder zurückgeht. Hat geklappt. Prima. Die Macht ist mit mir. Ja, die Macht ist mit mir. Wäre cool, wenn wir... Wäre cool, wenn wir die Wächter der Wills sehen würden. Wenn wir die treffen würden. Das wäre cool. Wenn wir doch noch in die heilige Stadt kommen. Endet hier. Vielleicht kann ein anderer Reisender auf seinem Pfad etwas damit anfangen. Nicht jeder ist stark genug, um die Reise auf sich zu nehmen. Eine Reise endet. Der Pilgerweg ist eine Prüfung des Durchhaltevermögens und viele haben sein Echo nicht erreicht. Ja, ich würde da gern rein. Ach, können wir das nicht einfach kaputt machen hier? Ich will an die Kiste. Da sind bestimmt die Farben drin, die ich möchte. Bestimmt. Was soll das Schatten denn etwa eintreffen? Wir haben hier einen Eindringling. Oh! Wo kommst du denn her? Das werden Sie bereuen. Ciao. Sie haben auf ein Shuttle gewartet. Es kommen also noch mehr. Naja, ja gut, es kommen noch mehr und es müssten ja noch mehr hier sein.
So, wo muss ich denn lang? Ich muss nach unten, ne? Jep, alles klar. Ich werde bestimmt weggeweht irgendwann. Hier wird's übel. Nicht weggeweht werden. Ganz ruhig bleiben. Na klar, bei dem Wind hier überhaupt kein Problem. Wir haben Finger aus Stahl. Mach keinen Scheiß, ey. Junge, Junge, Junge. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Ja, das ist eine gute Frage. Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Tja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Stimmt wohl. Da kann man runterklettern? Warum? Ach, Wandlauf zurück, nicht wahr? Nein, 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 was machst denn du? Hallo? Oh, oh. Oh, oh, wo muss ich hin? Ganz runter? Einfach rutschen? Oh Gott, mach doch nicht so einen Scheiß hier mit mir. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Baron sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Ja, ne, wer klettert denn hier so? Verrückt. Bin ja nur ich so bekloppt. Nur um weiterzukommen. Wir sollten uns ein wenig Deckung verschaffen. Na, hui, hui, hui. Und hier jetzt runter oder was? Okay. Wow, fuck. Hä? Und jetzt? Ich verstehe es nicht. Wo muss ich lang? Ah, an dem Teil lang? Echt jetzt? Okay. Wow. Okay. Der Kell ist schon so ein Typ für sich, ne? Der weiß schon, wie man es macht. Alles sicher. Alles sicher, sagt er. Na klar. Das ist ja Frühsport, Schulweg. Was war? Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Also manchmal ist es schon übel. Manchmal ist es echt schon, ne, mit... So, kommt, Freunde. Jetzt aber nochmal. Das war genauso knapp. Meine Fresse, ey. Okay. Nochmal. Und hepp. Okay. Wir müssen schön weit laufen. Hepp. Alles klar. Ich bin zu früh abgesprungen. Vorher. Wo muss ich jetzt hin? Ach, hier rum. Okay. Ich bin einfach zu früh abgesprungen. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre. Dann? Können wir die nicht einfach fertig machen? Hast du das, Kumpel? Können wir die nicht einfach platt machen? Aber es bringt uns nichts, ne? Hier ist nichts. Komm, wir machen die mal fix platt. Stimmt, BD? Das ist viel besser. Hallöchen, Freunde. Haltet Abstand von ihm. Nähert euch dem Ziel. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter.
Verstärkung im Anmarsch. Du bist schnell. Ich kriege dich trotzdem. Ich dich eher. Aaron war ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Na, echt mal. Der Vokuhila des Grauens. Oder so. Kein schlechter Fund. Ach, guck mal, mit Figuren da unten. Ein Jedi und ein Spamel. Nett. Gut. Naja, immerhin die Jedi-Rolle. Die habe ich gar nicht gesehen von hier oben. Brennst da? Oh. Das ist vielleicht nicht gut. Ich kann mir vorstellen, gegen wen ich da kämpfen muss. Ich kann es mir schon vorstellen. Imperiale sehe ich schon mal. Ja, bitte, mach mal. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein AT-ST auf uns zukommt. Oh. Ja, definitiv Marins Werk. Was, das ist Marins Werk? Warum? Hier ist doch bloß dieses Viech. Ich warte mal kurz. Die soll mal hier ruhig machen. Ich muss da nicht reinrennen, wenn die Imperialen noch leben. Lass die mal kurz sterben. Zack und bete tot. Ah, er kommt nicht raus. Jetzt. So, jetzt können wir. Also ganz ehrlich, uns tötet der schneller. Sturmtruppler waren auf diese Bedingungen nicht vorbereitet. Nice! Und es schadet nicht, einen Wüstengeist auf unserer Seite zu haben. Das stimmt wohl. Ich steck vielleicht mal kurz meinen Controller an. Ausnahmsweise mal zu unseren Gunsten. Ausnahmsweise mal. Naja. Ja, lief nicht so gut für die, ne? Also. Das ist der Shuttle. Ungünstig. Oh, na guck mal einer an. Was ist das, Kumpel? Imperialer Offizier. Der Rang des imperialen Offiziers ist in der Führungshierarchie des Imperiums, des imperialen Militärs allgegenwärtig und existiert neben anderen spezialisierten Titeln wie Einsatzleiter. Der Dienstgrad jedes Offiziers ist an der Anzahl und Farbe der Rangabzeichen erkennbar, die sich meist allerdings nicht immer oben links auf seiner Standardtunika befinden. Dass das Offiziere sind, wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das waren irgendwelche Dullis, die einfach... Ach, wie gut versteckt. Dass das irgendwelche Dullis waren, die einfach nur in... Wiedergutmacher. Okay. In den Cockpits saßen, weil das waren ja zum Beispiel die AT-STs gesteuert haben und die auch in den Shuttles halt sitzen, wie hier gerade gesehen, aber dass das ganz normale, also dass das Offiziere sind. Naja, gut. Wird schon seine Richtigkeit haben, wenn die das hier reinschreiben. Ist ja von LucasArts. Was, Kumpel? Nicht schlecht. Schön halten. Schön halten. Okay, hoch mit uns. Nochmal. Nein! Oh Gott, springt der nicht zweimal? Was soll denn das?
Okay. Was für ein Pilgerfahrt, ey. Kein Wunder, dass die alle tot sind. Kein Mensch schafft den Mist hier. So. Oje, was kommt jetzt? Darth Vader oder was? Nach der Musik zu urteilen? Ach, jetzt sind wir hier oben. Ja, wie gut. Ja, da mache ich mir Sorgen, dass ich was verpasse. Jetzt sind wir hier. Schau an, schau an. Jetzt sind wir da. Hopsala. Oh, jetzt da lang? Okay. Hopp. Oh, geschafft. Es ist geschafft. Oh, wie schön. So, haben wir hier noch was? Nö. Na gut. Oh, wieder ein Fischer. Scuba Steve ist wieder da. Coolio. Grab von Urma. Urma. Okay. Gehen wir. Gehen wir. Haben wir hier noch was? Jedi-Rolle oder sowas? Nix. Schade. Naja. Gut, dann weiter. Geh und sieh mal nach der neuen Einheit. Der Funkkontakt mit ihnen ist da. Ah, fight! Was? Das ging schnell. Sagt das irgendwas über den Pfad aus? Ruhe, Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Ermutigend. Meditationshalle. Eine Einladung für Reisende, Stille entlang des Pfades zu finden. Obwohl die Reise die Pilger voranführt, erschließt sich die Richtung nur durch Kontemplation. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn es mir jemand erklären mag, bitte sehr. Das wäre nett. Oh! Warte mal, ist das ein... Ist das ein... eine Dunkeltruppe? Sieht ein bisschen danach aus. Ach du Scheiße. Ja, das wird ja lustig. Ich gehe gleich hin. Und hier kommen wir nicht durch, ne? Ja. Sie ist verriegelt. Das sind laserschwertresistente Türen sind das hier. Oder Kell ist einfach total dämlich. Oh, was haben wir denn hier? Eine neue Kleidung oder sowas. Jedi-Kleidung für Kell. Zeig mal her. Na, einfaches Outfit, ne? Also, naja. Die schlichte, unverzierte Robe eines Jedi. Sie zeugt von Jahrtausende Sie zeugt von einer Jahrtausende umfassenden Geschichte. Nee, wir bleiben bei krasser, cooler Kämpfer. Ist schon okay. Na dann, auf zur Dunkeltruppe. Oh Gott, was ist das für ein Druide? Ach du Scheiße. Na los. Das Imperium hat ein neues Spielzeug mit. Ach du Scheiße. Das ist eine Dunkeltruppe. Wow. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße. Was macht der denn für Attacken? Krasse Scheiße. Ah, fuck. Hilf mir bitte. Verteidigung des Feindes stabil. Ach komm, ich hab dich doch gleich. Kein fairer Spielkamerad, was bitte? Wow, cool. Der war krass. Was ist das? DT-Wachtruide. Ja, der sieht doch aus wie die Dunkeltruppen so ungefähr. Aus Mandalorian. Also sehr ähnlich. Krasser Typ. Okay, der war... Die eine Attacke mit dem drehenden Energiestab. Wow.
Wenn du ihre unerbittlichen Nahkampfangriffe parierst, schwächt das ihre Arme und du kannst sie abtrennen. Ja, gut, das haben wir gemacht, tatsächlich. Sei vorsichtig, wenn du ihre Gliedmaßen abtrennst. Je mehr Funktionalität sie verlieren, desto aggressiver werden sie. Ah, okay. Der Wachdruide der DT-Reihe, hergestellt von Bactoid Combat Automata, okay, nett, wird im gesamten galaktischen Imperium als Elite-Wachdruide eingesetzt. DT-Wachen wirken aufgrund ihrer wuchtigen Form und der schwarzen Panzerung überaus bedrohlich. Zusätzlich zu ihren leistungsstarken hydraulischen Armen und mit denen ein Ziel niedergeschlagen werden kann, lässt sich ihre Waffenkonfiguration an die spezifischen Anforderungen eines Auftrags anpassen. Krass. Und der wackelt noch ein bisschen rum hier. Ja, okay, okay. Also, ich habe viel Star Wars, Comics und so weiter alles gelesen, geschaut. Und als erstes ist es die Dunkeltruppe bei mir, an die sie mich erinnert. Ich weiß nicht, ob der irgendwo so schon aufgetaucht ist. Sehr interessant. Okay, das ist... Ja, okay, das ist wieder der rutschende Sand. Der unüberwindbare. Mhm. Und noch einmal... Oh je, was für ein Pfad hier, ey. Was für ein Pfad. Und wir haben noch nichts erreicht eigentlich, ne? Wir waren mal kurz auf dem Mond. Wir waren mal kurz auf auf Dings wieder. Und dann sind wir in der Wüste rumgerannt. Ist alles... Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Ja, ist alles nicht so befriedigend. Nicht vom Kurs abkommen. Ja, du bist gut. Ich muss ja hier rüberspringen. Hä? Und ich sterbe. Warte mal, wo muss ich entlang? Auf die Plattform da oder was? Okay. Dann eben nochmal das Ganze. Die Kiste darf man nicht vergessen. Ach, an der Wand hier lang. Alles klar. Komme ich da rüber? Puh, okay, okay, okay. Es klappt. Hat geklappt. Alles klar. Stürmischer Tafelberg. Dann hier noch mal kurz. Einmal öffnen, bitte. Gerechtigkeit-Knauf. Ah, ich will die Farben haben. Hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Wo ist der Speicherpunkt da drüben? Da hinten ist eine große Jedi-Statue. Oder Machtstatue. Oh, ich darf nicht springen hier. Shit. Oh, wer hat sich diesen Pilgerweg denn ausgedacht? Das ist ja Wahnsinn. Wir scheinen näher zu kommen. Naja, näher würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Was ist denn hier? 3 Meter oder was? Das war ja noch nix. Muss ich runter? Ich muss runter. Ach du Scheiße. Naja dann, Geronimo. Oh je. Oh je. Alles klar, darüber muss ich. Wir hüpfen und wir fliegen. Okay. Das war cool. Ach du Scheiße, so viele von euch. Oh Gott, diese Viecher. Nur am Erschrecken. Oh, was haben wir denn hier?
feindlicher Agent. DT-Wachtruider. Oje, oje, oje. Marin hält uns den Rücken frei, Kumpel. Die imperiale Präsenz auf Jedha nimmt aus bisher unbekannten Gründen anscheinend zu. Mit einer Schwester der Nacht aus Dathomir hat das Imperium jedoch nicht gerechnet. Naja, würden die Wächter der Wilds hier auch ein bisschen mehr machen, als nur in ihrem Tempel in der heiligen Stadt zu sitzen, dann würde das vielleicht nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber jeder hat ja so sein eigenes Ding, ne? Ach ja, schwierig aber, sich da auch zu vernetzen und alles. Nicht so einfach. 41% von Jedha haben wir erst. Und wir müssen noch so viel entdecken. Krass. Kommt durch die etwas größere Welt. Wo ist unsere Fähre? Wir müssen verschwinden, bevor die Ausgrabung den Tempel erreicht. Wir schicken noch eins. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn Sie das große Geschütz ausprobieren. Oh, wird da etwa schon vom Todesstern geredet? Das große Geschütz? Das war doch eine Anspielung da drauf, oder? Das war doch eine Anspielung auf den Todesstern. Also wenn das... Ich würde sagen, ja. Wir sind auf Jedha, also würde das sehr gut passen. Okay, jetzt sind wir hier. Perfekt. Okay. Na dann, hauen wir euch weg, wa? Ach du Scheiße, was macht ihr denn? Ach, das ist ein Dingstruppler. Okay, nochmal. Okay, ich bin raus. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Das war knapp. Ja, kein guter Kampf gerade. Ich habe mein Lichtschwert gewechselt. Warum? Was macht denn der da oben? Der ist hängen geblieben. Ja, das. Hilf mir bitte. Das war ein sehr schlechter Kampf, ich weiß. Kollege? Den kriege ich da oben jetzt nicht mehr, ne? Nee. Nee, kriege ich nicht mehr. Keine Ahnung. Das verschafft uns etwas Schwung. Hm. Ja gut. Ich lasse den mal da hängen. Oder warte mal. Der ist gar nicht mehr da. Scheint jedenfalls so. Geronimo! Okay. Puh. Naja, lass mal hängen. Du musst also ein Jedi sein. Weiter, weiter! Ob ich das sein muss? Das weiß ich nicht. Aber... Naja. Ich hab da sowas Leuchtendes... in der Hand. Das funktioniert ganz gut. Oh. Oh. Wo komme ich da? Warte mal, ich muss mal... Ach du Scheiße. Shit. Oh, oh, weg hier. Hey, bitte. Alter, die Viecher sind ja überall.
Ja, BD, geh mal scannen. Hui, 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 hui. Die lassen einen all die Knochenhaufen beinahe vergessen. Was, Glocken? Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender. Und der Weg offenbart sich. Das sagt... Katakomben der Erschöpften. Hunderte verstorbener Pilger wurden von Bewahrern des Pfades einbalsamiert, um alle, die ihn beschreiten, zu ehren und ihnen im Leben wie im Tod Respekt zu erweisen. Sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Schau mal an. Ist das ein Fahrstuhl? Sieht so aus. Ja, aber... Grab von Oma. Will man denn zwischen den ganzen Käfern hier rumliegen? Das ist doch auch nicht so cool, oder? Also, ich weiß nicht. Würde mir, glaube ich, nicht so gefallen. Aber am Ende wusste ich... Naja. Noch eine Krypta. Lassen wir das. Marin würde den Ort hier lieben. Warum? Steht ihr auf Gräber? Noch mehr? Oh, BD. Was hast du gefunden? Ein Gong-Droide. Na klar. Ein Droide mit seinem Meister. Nett. Gefährten der Bewahrer. Die Bewahrer transportierten ihre Materialien und verwahrten ihre Daten in Gong-Droiden, die oft ihre einzige Gesellschaft mit einem Bewusstsein waren, was zu starken Verbindungen zwischen Meistern und Droiden führte. Guck mal an. Wir sollten sie zum Archiv zurückbringen. Und Jedi-Schriftrolle. Jawohl, das machen wir. Gibt's hier noch was? Schwierig hier nichts zu übersehen. Okay. Muss ich alle rausziehen? Ich muss nicht alle rausziehen. Aber welche muss ich rausziehen oder reinmachen? Das wäre nett zu wissen. Wo sehe ich hier vielleicht was darüber? Hm. Also irgendwie wäre es ja, ne? Also ein Hinweis oder sowas wäre ja ganz gut. Kein Plan, wo man den herbekommt vielleicht. Wo man was sieht. Draußen vielleicht. Die Glocken? Verraten die irgendwas? Ja. Da passiert gar nichts. Wenn ihr was seht, was des Rätsels Lösung sein könnte. Das hier ist es nicht. Dann sagt gar mal Bescheid. Kann den Lift hier nicht benutzen. Das kennen wir ja schon, Kerl. Das kennen wir ja schon. Grab von Oma. Ja, ich würde halt gerne in das Grab reinkommen, ne? Also, benutzen können wir scheinbar. Nur ist die Frage, wo kriegen wir die Information her? Wie? Es muss einen Tipp geben oder so. Kann ja nicht einfach bloß da sein. Das war's. Okay, ich bin halt ein echter Jedi. Ich habe das an der Wand einfach erkannt, wie das funktioniert.
ganz easy. Sind halt meine Kräfte. Ist unglaublich, wie gut das funktioniert bei mir. Ja, super. Neuer Stim. Geil. Also, dass das jetzt klappt, cool. Freue ich mich, ist schön. Stims kann man immer brauchen. Da sagst du was. Stims kann man immer brauchen. 9 Stück haben wir jetzt schon. Wie viele gibt's denn im Spiel? Noch ein Gong-Droider. Ein Schmuckstück. In Erinnerung an einen Reisenden, der den Weg zur Kreuzung gefunden und sich selbst verloren hat. Dafür ehren wir ihre Bemühungen und merken uns ihre Worte für immer. Genauso machen wir's. Die Glocke steht für jemanden, der auf seiner Pilgerfahrt gestorben ist. Ja. Stimmen im Wind. Bewahrer des Pfades haben gefallene Pilger mit einer Glocke verewigt, die ihre Stimmen symbolisiert. Der Wind soll den Klang weitertragen, damit alle ihn hören können. Okay. Entschuldigung. Oh, wir kommen hier weiter, oder was? Ach! Hier wollte ich doch hin. Super. Ja, Scuba, alles gut. Hi. Erzähl mal. Hast du mir nicht zugehört? Gehört schon, aber ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Es ist der Krach, Junge. Ein Fischer muss die absolute Kontrolle über die eigenen Sinne haben. So ist es. Wir sind im Bau des fächerschwänzigen Larfisches. Der Larfisch, oh Gott. Der fauligen Stinkbombe jenseits des Tiefkerns. Junge, Junge, Junge. Soll das heißen, wir riechen faulig? Ein Löffelpfirsich seid ihr nicht. Hey, hey, hey. Keine Sorge, ich bin schlau und habe meinen Anzug mit dem Stinkmusch aus der Glotzamkrabbe eingerieben. Hoho, der alte Fisch wird nie erfahren, was ihn erwischt hat. Na dann. Hinein ins kühle Nass. Du stehst da bloß hier drin. Wir haben ihn. Fächerschwänziger La. Einer meiner wilderen Gegner. Aber der La hatte keine Chance gegen Scuba's Death. Zeig mal her. Oh, der sieht ja lustig aus. Der hat eine ganz schöne Schnauze. Fächerschwänziger La. Die fächerschwänzigen La bevölkern die zerklüfteten Becken zwischen den Tafelbergen und Klippen auf Jeddah. Interessant. Über der Wasserlinie sind sie deutlich zu sehen. Aber getaucht tarnt das dunkle Grün ihrer Flossen. Dunkles Grün? Also ich sehe da kein Grün, aber okay. Ihrer Flossen sie gegen wechselnden Farben des Wassers sehr gut, sodass sie vor den Krallen vorbeiziehender Raubtiere sicher sind. Deine starken Aromen. Und du hast ja auch einige Gerüche zu dem Gefecht beigetragen. Dafür schulde ich dir Dank. Ja, gerne. Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich stinke. Bis später, Junge. Bin gleich wieder da. Bis später. Und hier kommen wir wieder nicht rein, ne? Prima. Ich würde aber gern. Lass mich rein! Ach, Mann. Diese scheiß Dinger, dass ich da nicht reinkomme, das nervt mich. Aber wir können die Abkürzung machen. Achso, die haben wir schon gemacht. Ja, gut. Immerhin haben wir 9 Fisch. Immerhin. Und wir haben durch Zufall das Rätsel gelöst. Nein, durch meine Jedi-Kräfte natürlich. Weil ich unglaublich cool bin. Gut. Dann hoch und rüber, nicht wahr? Hier so lang. Das war so nicht geplant. Okay. Das schon eher. Aber ich war ja fast richtig. Oh, Junge, Junge. Also, wer den Pilgerpfad sich ausgedacht hat, der muss ein Jedi sein. Anders geht's ja gar nicht. Kein normaler Mensch schafft das. Oh Gott, bitte nicht runterfallen jetzt. Bitte nicht jetzt noch. Oh, jetzt wird's hübsch.
Jetzt kommen Pflanzen dazu. Ach, na hallo. Du schaffst das. Pili, wer bist du denn? Du siehst ja lustig aus. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Ich bin Pili. Hi, Pili. Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes. Aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Ja. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Oh, ist das unser Garten? Ich habe den Barkeeper in Pailun Saloon einfach das Ichtlicht geschickt habe. Ja! Er wird sich um dich kümmern. Talentierte Botanikerin. Das ist unsere Gärtnerin. Ja, wie geil. Die talentierte Botanikerin und Pflanzengenetikerin Pili stand zwar schon in jungen Jahren an der Spitze ihres Fachgebiets, floh aber ins Grenzgebiet, um dort ihre Arbeit in Frieden fortzusetzen. Ja, cool. Das finde ich gut. Da steht's. Pili wailed. Pili ist die Gärtnerin, wurde jetzt, was? Pili die Gärtnerin wurde jetzt für den Dachgarten von Pylons Saloon rekrutiert. Juhu! Da du Pili rekrutiert hast, kannst du zusätzliche Gartenparzellen freischalten, indem du deine Pflanzen wachsen lässt, bis sie ihre volle Größe erreicht haben. Sind alle parallel Parzellen freigeschaltet, erhältst du spezielle Gartenarbeitfähigkeiten. Was hier alles gibt. Geht klar, Pili? Das ist ein seltsamer Ort für einen Garten. Ich fühlte mich irgendwie ziellos. Also bin ich, wie die Pilger, auf der Suche nach einem neuen Lebenssinn hierher gekommen. Als ich auf diese hilflosen Samen stieß, musste ich mich um sie kümmern. Ich bin erstaunt, dass hier überhaupt etwas wächst. Das Leben ist eben stur, vermute ich. Da hast du recht. Na, mach mal, BD. Das hier führt zur Brücke. Na, jetzt könnte es langsam mal enden, der Pilgerfahrt. Der geht ganz schön lang, ey. Warum kann ich hier hin? Hier ist doch nichts mehr. Da sind wir gerade hochgeklettert. Okay. Na gut, dann rüber da. Eine Botanikerin in der Wüste. Sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer Berufung gesucht haben. Na ja, mei. Man findet überall komische Menschen und Tiere. Gegner nähert sich. Verstanden. Feuer! Das ist ja ein schöner Kampf. Ich bleib kurz zurück. Feuere! Sei vorsichtig! Wir können gar nicht verlieren, stimmt? Na doch. Geht schon. Nett. Zack, 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 zack. Ach, und jetzt können wir den Dings freischalten, ne? Einfach drauftreten. Einfach drauftreten. Ausgezeichnet. Warum das bloß in eine Richtung geht, ist auch wieder eine Frage. Super, dann geht's jetzt. Perfekt. Kann ich da rüber? Da kann man rüber. Sollte man da rüber? Aber da stürze ich doch ab, oder? Den Sprung schaffe ich doch nicht. Ich probier's mal. Was haben wir schon zu verlieren? Außer Lebenspunkte. Oh, wir haben es doch geschafft. Aber uns bringt's nichts, oder? Oh, doch. Haha. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. Ja, so machen wir das. Dann springen wir hier wieder rauf. Perfekt. So, und jetzt da hoch, oder was? Kommen wir hier hoch? Kommen wir nicht. Warte mal, wo geht's weiter? Ah, okay. Da hoch. Na gut. Das hatte ich gar nicht gesehen. Hier. Ja, stimmt. Mir nicht aufgefallen.
Sind bald da. Zur Pilgerzuflucht. Naja, da wird uns noch was erwarten. Das kannst du aber wissen. Was haben wir hier noch? Noch eine Schriftrolle. Zum Glück haben wir sie vor dem Imperium gefunden. Sehr gut. Und jetzt? Einfach rüber oder was? Ach du Scheiße, Alter. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, besser ist. Lass uns hier eine Pause machen. Was für ein Sprung. Oh, wir haben sogar Fähigkeitenpunkte. Da gucken wir doch mal rein. Fähigkeiten. Nett. Was ist das? Ach so, das ist das. Nee, das braucht man nicht unbedingt. Parierstand. Ach so, das ist das. Siehst du, was gibt's da eigentlich für? Ich werde es nie verwenden, deswegen ist Quatsch eigentlich. Reißender Schlag. Ja, gut. Es dauert alles so lange für mich. Ich mag schneller. Das ist cool, dass es das jetzt gibt mit diesem, naja, Zweihänder schon bald. Naja, wir nehmen hier ein längeres Festhalten. Das nehme ich. Kann ich nicht. Ah, ich brauche noch einen Punkt. Dann warten wir. Ich würde das gerne nehmen mit dem Festhalten. Das ist ganz cool. Achso. Oh, ich höre so einen Sicherheitsdroiden. Aber so einen krassen. Scheiße. Schon wieder so ein Viech. Okay, kann weitergehen. Oh Gott. Bist du sicher, Kerl? Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Da oben muss ich lang, ne? Ne, da geht's doch zurück. Wo muss ich jetzt lang? Hier so? Hi. Hier so oder da so? Hier habe ich Angst zu sterben. Kann ich hier überhaupt lang? Ah. Hier muss ich gar nicht lang. Okay. Hier muss ich gar nicht lang. Also muss ich da hin. Gut. Man muss ja mal gucken. Man ist ja wichtig, ne? Das ist dann da unten zum Rüberspringen sozusagen. Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Oh, Junge. Was ein Pilgerfahrt. Keine Sau würde das überleben. Hey, Marin. Ich konnte aber. Da vorne ist eine imperiale Einheit. Ich dachte, ich warne dich besser. Klingt gut. Nach dir. Ach, wieder so ein fetter Droide. Hä? Alle anderen haut's weg ohne Probleme und den jetzt nicht, oder was? Ungewöhnliche starke Festigkeit. Die Schrottel getroffen. Ich würde den da oben gerne andingseln, aber kann ich scheinbar nicht. Naja, ich kämpfe mal lieber mit. Oh! Okay, reicht jetzt, ja. Alter! Er hat ein paar Attacken. Hat das Imperium schon einen Weg in den Tempel gefunden? Nein, aber ich habe gehört, wie Imperiale von einer neuen Ausgrabungsmaschine sprachen. Gehen wir. Eine neue Ausgrabungsmaschine. Okay. Also diese Droiden? Na, mal gucken hier, Mensch. Bleib doch ruhig.
Muss noch mal schauen, was es hier gibt. Ob es hier was Spannendes gibt. Aber hier gibt es gar nichts. Warte mal. Hier ist noch. Wo komme ich denn hier hin? Aha. Warte mal. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Gibt's hier noch was? Ach. Eine Schriftrolle. Alles klar. Ganz schön versteckt. Okay. Bin schon da. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Marin? Moment. Marin? Reparo! Ich bin immer noch beeindruckt. Schön. Du hast das wahre Ausmaß meiner Kräfte noch nicht gesehen, Cal Kestis. Oh, Angeberin. Du meinst auch nicht. Schaffst du das? Was? Nicht ohne Hilfe. Dann ist es gut, dass dieser Weg die Winde führt. Hier drüben, Kerl. Wow. Hörst du das auch? Die Ruinen singen. Es kommt aus der Kammer dort. Dann musst du einen Weg hineinfinden. Na, spring halt, ne? Let's go. Cool. Singende Ruine. Und jetzt sind wir schon wieder getrennt. Die will nicht lange bei uns bleiben. Oh Gott, wo kommen wir jetzt hin? Ich hätte mich erstmal umgucken sollen, bevor ich hier durchgehe. Oder was gibt's hier? Da geht's auch noch lang. Okay, ich gehe mal kurz zurück, Entschuldigung. Bestimmt kann man in beide Richtungen gehen. Nur der Weg hier ist halb eingestürzt oder sowas. Da, Kopf weggeballert schon. Ah, nee, hier ist eingestürzt. Eindringlinge im Sturm. Wenn Plünderer in die heiligste Kammer des Pfades eindringen, erhalten sie ihre gerechte Belohnung. Für zu sterben. Oh, Junge, Junge, Junge. Nicht so cool, ne? Also, klar. Eindringlingle. Eingedringlingte. Dann nochmal hier durch. Ach, meine Nase kribbelt schon wieder. Blöd. Geh doch weiter, Kel. Ich muss nur mal meine Nase kitzeln. So. Hier ist eingestürzt. Oh, aber guck mal an. Auf der anderen Seite. Noch eine Schriftrolle. Liegt noch eine Schriftrolle. Na, ein Glück, dass ich nochmal hierher gegangen bin. Schön. Die Macht ist stark an diesem Ort. Da sagst du was. Was für ein Sound. Ich muss rüber, oder? Fetter Sound.
cool. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen oder so. Bestimmt da unten. Bestimmt was übersehen. Ah, nee, wir müssen da nochmal hin, oder? Hep. Oh je. Okay, krass. Warum die Blitze plötzlich? Okay. Komme ich da rüber? Ach du Scheiße. Willkommen zurück. Hey. Das imperiale Arbeitslager auf Masa. Die Garnison ist halb leer. Wow. Wir können zuschlagen, bevor Verstärkung eintrifft. Klingt vielversprechend, aber Marin und Gree sind bisher immer noch nicht auf dem Schiff. Sobald sie es sind, sondiere ich die Lage und sie können sich ausruhen. Cal, du weißt, dass sie niemals ruhen werden, wenn du in Gefahr bist. Du gibst niemals auf. Und das inspiriert uns alle hier. Aber du darfst nicht vergessen, dass sie dir folgen, wohin ich du weiß, sie auch ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel gedrängt, aber seit Grease verwundet Was wurde... Was zugestoßen ist, ist nicht deine Schuld. Oh, aber erfährt man jetzt, wie er... Bist du leichtsinnig. Wie er seinen Arm verloren hat? Ich muss sorgen, dass einem von euch etwas Schlimmes zustößt. Es ist gut, dir deine Angst einzugestehen. Aber lass sie nicht deinen Pfad bestimmen. Konzentriere dich auf den Moment. Wähle deine Richtung und handle mit Entschlossenheit. Und egal, wie die Chancen stehen, glaube immer an dich. Cal, vertraue dir selbst. Vertraue auf die Macht. Ganz genau. Von der Tipps zu kriegen, ist irgendwie so, hat so einen bitteren Beigeschmack, weil die ist der dunklen Seite verfallen, kurzzeitig, und was der Eno Cordova darüber wohl denkt, wäre auch interessant. Wo bin ich denn jetzt gelandet? In irgendeinem Loch. Springe und drücke, um zu sporten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Konzentriere dich auf den Moment. Alles klar. Alles klar. Interessant. Na dann. Und durchbrechen. Ein Dash kriegen wir noch dazu. Krass. Ein Dash. Und mit dem Dash kommen wir auch an das Teil, wo ich vorhin an dem Seil versucht habe ranzukommen. Wir müssen diesem Sturm die Stirn bieten. Mit dem Dash funktioniert's. Mit dem Dash funktioniert es. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Cal, was ist passiert? Sie selbst. Ich bin cool. Das ist passiert. Ich bin richtig krass cool. Okay. Nicht schlecht. Vielleicht kannst du jetzt mit mir Schritt halten. Ja, mit deinem Teleport. Mit deinem Teleport oder was? Was hat das Imperium vor? Sie sind am Tempeleingang und warten auf irgendwas. Dann haben wir immer noch Zeit. Die warten auf uns höchstwahrscheinlich. Was ist das? Da drüben ist noch ein Tempel. Na gut, wenn hier überall auf Jedha Tempel verteilt sind, da gucken die natürlich nicht in jeden nach. He? Ich komm schon. Sorry. Ein Dash. Ist cool. Das ist nicht gut. Es wird den Tempel zerstören.
Amias ist noch da drin. Teilen wir uns auf. Ich lenke diese Monstrosität ab. Sei vorsichtig. Wir sehen uns drin. Warte mal. Das war aber kein... das war nichts von Imperium, glaube ich. Außer die haben es übernommen. Das ist doch ein Bohrer von den Separatisten gewesen. Oder? Die hat man in Clone Wars, glaube ich, gesehen. Wenn ich mich nicht irre. Da kommen wir jetzt rüber, ohne Probleme. Cool. Da müssen wir sogar jetzt rüber. Und dann? Ach, da. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ach, durch den Wind kann ich ja jetzt. Ja, alles klar. Cool mit dem Dash. Ist cool. Muss man sich dran gewöhnen, ist aber cool.